Moin! Herzlich willkommen hier zur 400. Ausgabe Let's Play LS17 von mir auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Wir kümmern uns ein bisschen mal hier um die Holzproduktion, dass das hier alles wieder läuft, also um die Holzindustrie. Und oh krass, wie viel da reingeht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den da komplett mal eben rein defundiere, reinkippe. Nebenbei sind wir auch am Ballen sammeln und versuchen das irgendwie alles fertig zu machen. Oh. Nee. So fährt denn der Ladewagen nicht? Oh Mann, ich dreh durch hier, ey. Ich dreh echt am Rad. Ich kipp jetzt hier einfach immer alles in den Hackschnitzel-Container, Silo. Ja, funktioniert. Aber irgendwann ist der auch voll, ne? Vielleicht soll ich dafür dann tatsächlich mal einen Kurs einfahren. Axia 900 hat die Aufgabe erledigt. Scheiß hast du erledigt. Nix hast du erledigt. Wie viel da noch drin war. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Bevor ich jetzt zum Sägewerk fahre, habe ich das erstmal hier schon mal wieder ins Silo. Das kriege ich ja nichts weg beim Sägewerk. Axion 800 möchte baden gehen. Riech mich auf. Jetzt haben wir auch keine Baumstämme mehr, ne? Scheinbar. Können gar nicht mehr produzieren. So, wir gucken mal, was er denn hier hat. Abfahren lassen. Ich will nicht rückwärts. Da lang. Kommst du da denn hin? Ey, was fährst du für einen Kurs? Ein
Warum liegt da eigentlich eine Bretterpalette mitten im Weg? Gibt's doch nicht, ey. Du hast einen Scheißdreck erreicht. Oder hast du hier tatsächlich schon alles weggeholt? Und sind da noch Ballen? Oh, das Feld ist... Jetzt ist es leer. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ach, ich bin ja auch so doof. Ich habe jetzt gerade die Aufnahme unterbrochen. Ja. Sorry. Mein Vermieter hat ja geklingelt. Mein Internet war weg und er wollte mir eben Bescheid sagen, dass das wieder da ist. Ja. Also, wir sind hier mittendrin. Ich nehme gerade einen neuen Kurs auf. Einen Cosplay-Kurs von Feld, von Grasfeld oder von Wiese. Was, ne? Mir wurde ja darauf angesprochen in den Kommentaren, dass man auch Wiese sagen kann. Deshalb steht hier ja auch überall G für Wiese. G wie Wiese. Nein, egal. Also Wiese 14, Grasfeld 14, wie auch immer. Und nehme gerade einen neuen Kurs auf, um von da aus mit dem Ladewagen die Sachen hier hinzubringen. Sage dann Ballen G14 zu Oval. So, und den lösche ich den Kurs und mache dann gleich noch einen neuen Kurs hier vorne. Kursaufzeichnung beginnen. Und dafür habe ich ja den Kurs hier vorne direkt am Ballenlager so gemacht, damit dann da im Prinzip ich den nicht jedes Mal neu einfahren muss, sondern nur bis dahin. Man könnte natürlich noch viel weiter gehen. Und könnte hier beigehen und könnte wirklich für jede Strecke und für jede Straße immer bis zu jeder Abzweigung einen Kurs machen. Und dann sich das wirklich alles so zusammenklicken, wie man es braucht. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Was macht eigentlich meine Goval, macht die wieder Mist? Fährt die wieder im Kreis? Nö. Fährt sie nicht. Ach, meine Goval. Mein Big M meine ich natürlich. Durcheinander, durcheinander, durcheinander. Sorry auch gerade für diesen Unterbruch. Gerade auch noch hier in der Jubiläumsfolge. Aber nützt ja nichts. Steckst du nicht drin, ne? So, von hier aus kann ich jeden Punkt erreichen. Also Stopp. Ballen G14 von Goval. So. Jetzt bauen wir uns erstmal wieder einen Kurs zusammen. Brauchen wir nicht mehr.
Ja, wobei, wir lassen sie mal. Also. Ich möchte erstmal zur Go-Weil fahren. Dann möchte ich. Mach das Fenster mal auf. Dann möchte ich Anna Go-Weil abladen. Und dann möchte ich wieder zurückfahren hier zum Feld. Und das Ganze nennen wir dann G14. Zu Go-Weil haben wir es bei G1 auch so genannt. G1 zu Go-Weil, ja, haben wir so genannt, okay. So, und jetzt laden wir uns hier G14 Big M und im Anschluss daran dann das und fahren jetzt an Anfang und schauen mal, wie das funktioniert. Wahrscheinlich fängt er gleich wieder an rumzuheulen von wegen, wir sind angeladen und so, aber da kann ich dann auch nichts für. Da kann ich dann auch nichts für. Also kann ich bestimmt was für, weil ich dann irgendwas falsch gemacht habe, aber. So. Du machst das hier schon. Währenddessen fährt unser Big M wieder im Kreis. Ja, oder auch nicht. Nicht ganz so optimal hier die Wendekreise, aber was soll's. Hinten kann man schön sehen, wie unser Radlader Silo leer schaufelt. Jetzt brauche ich ja im Prinzip nur noch eine Go-Weil. Und zwar eine, die mir dann auch noch Silageballen macht. Und fertig. Aber jetzt fangen gleich nicht wieder an rumzuheulen, du willst abgeladen werden. Ist hier Achterbahn. Dann ist hier echt was los. Jetzt schon voll. Los. Wir haben noch keine Zeit. Ich will auch noch was anderes machen. Das hier soll doch nur. Wie sieht es eigentlich mit meinen Feldern aus? Wachstum. Ja, die sind alle in der letzten Wachstumsphase. Also wir können dann bald schon wieder die nächste Ernte angehen. Wehe, du sagst mir jetzt, du willst abgeladen werden, ey. Glaube dann, laufe ich hier Amok oder so.
Ja, gleich ist es soweit, gleich ist er voll. Zack. Und der heult nicht rum, dass er abgeladen werden möchte. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Nix. Also noch heult er nicht rum, dass er abgeladen werden will. Vielleicht kommt das ja gleich noch. Das ist mein Big M. Wäre wieder im Kreis. So, da ist die Zeit um und er fährt alleine dahin. Wollen wir uns das noch angucken? Ich bring mal eben hier den Big M auf Spur. Der ist hier dann ja auch gleich fertig. Und das gucken wir uns jetzt eben an, oder? Das spielt. Muss dann zwar wahrscheinlich gleich bei der Go-Weil Dingens nachfüllen, Netz nachfüllen, aber dann ist dem so. Ja, nochmal zum Thema 400. Folge. Hey, Leute, alle, die mich hier abonniert haben, die schon lange dabei sind, die neu dazugekommen sind, vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue, für euer Zuschauen, für eure Kommentare, eure Likes, auch für eure Dislikes, auch für angebrachte Kritik, die ich ja zum großen Teil dann auch verstehen kann. Und versucht dann auch entgegenzuwirken. Nur, ne, also wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, ist überhaupt kein Thema. Habe ich überhaupt keinen Stress mit. Cool ist es, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, warum. Ne? Weil dann kann ich ja vielleicht was dran ändern. So wie es zum Beispiel auch das Thema war, Hintergrundmusik. Immer das gleiche und immer die gleiche Reihenfolge und jede Folge fängt gleich an, so ungefähr. Vollkommen richtig, ich habe es ja jetzt geändert. Hintergrundmusik besteht jetzt aus einer Playlist mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Titeln, die in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt werden, sodass also die Videos nicht immer gleich anfangen und auch die Reihenfolge der Lieder nicht immer dieselbe ist. Und ich hoffe, dass das besser geworden ist dadurch und abwechslungsreicher. Und ja, es ist doch tatsächlich echt schwierig, vernünftige Hintergrundmusik zu finden, die eben auch rechtefrei ist und die mir dann auch gefällt. Also ich meine, ich suche mir die ja auch so aus, das Medigift, obwohl, ganz ehrlich, ich höre sie ja eigentlich fast nie, weil die Videos gucke ich mir ja selten fertig geschnitten komplett an und daher kriege ich das eigentlich gar nicht so doll mit. Aber wie gesagt, gerne Kritik anbringen und ich gehe davon aus, dass wir es bis zum LS19, dass wir 500 Folgen schaffen, das sprich, heißt also 100 Folgen kommen noch auf jeden Fall hier. Wenn nichts dazwischen kommt. Guck mal, jetzt funktioniert das hier vollautomatisch, das Ballenpressen. Ist das nicht geil? Das heißt, ihr habt bald nicht mehr irgendwie immer diesen Stress von wegen. So, jetzt macht der bloß hier nichts mehr, aber ihr habt bald nicht mehr dieses Generve, Ballen und so. Sondern das klappt alles schön fein säuberlich automatisch. Da fällt er raus und wenn er draußen ist, dann ist Schluss für die 400. Folge. Zack und eingelagert. Ja, tut sich doch was. 50 Ballen haben wir jetzt hier schon drin. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Leute, wie gesagt, ich bedanke mich ganz doll bei euch. Macht weiter so wie bisher. Ich freue mich darüber. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo. Kommt mich auch gerne auf Facebook besuchen oder auf meiner Homepage friesenjung13. Und in diesem Sinn sage ich dann jetzt erstmal ciao. Bis morgen.